So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu My Game Dev City Tycoon. Irgendwas, Game, Name, komisch. Da müsste er sich einen besseren einfallen lassen. Ja. Ich glaube, My Game Dev, My Game City Adventure Begins. Ja. Der Titel ist auf jeden Fall funny und wir sind mitten dabei, nicht? Wir haben neue Nachrichten. Es gibt einen Trigger, der kommt raus, und die Microvision bedeutet, wenn wir hier eine eigene Konsole herstellen würden, hätten wir jetzt zum Beispiel neue Module oder ja, irgendwelche anderen Sachen. Gut, die sind ja noch nicht rausgekommen. Von daher kann es noch ein bisschen dauern, bis die hier reinkommen, nicht wahr? Wir können natürlich jetzt den eigenen Gameboy quasi erfinden. Hersteller zum Beispiel Lamy. Marsupilami. Oder wenn wir auf Qualität B gehen, 145. Und da müssten wir den zum Beispiel für Gewinn pro Einheit da unten für 400 verkaufen. Pff. Empfohlener Verkaufspreis 3,70. Ja, aber bei 3,70 machen wir 4 Dollar Gewinn pro Konsole, nicht? Hat kein Online-Multiplayer. Also das lohnt sich nicht wirklich, da rein zu investieren. Ich könnte einen anderen Prozessor nehmen, den Genius 1 MHz oder den Mega 2 MHz. Ja, bei den Modulen ist sogar fast egal, welche. Es ist sogar egal. Grafikkarten gibt es noch keine, Bildschirme gibt es nur die. So. Das heißt, wir müssten hier einen schlechteren Hersteller nehmen, der zum Beispiel weniger nimmt. Vielleicht ein C wie Yasumino oder APA, nicht? Und dann könnten wir die Einheit günstiger anbieten. Aber da sagt er 332. Also es wird halt nicht besser. Ihr sagt da 403. Ah, sind auch wieder 4 Dollar Gewinn. Also viel Gewinn damit kann man nicht machen. Am Anfang, deswegen ist es ein Risiko, was gut gehen kann. Also wir haben das mal probiert und direkt am Anfang eine eigene Konsole hergestellt. Das kann durchaus funktionieren. Und die Gunpowder Teslun wurde veröffentlicht. Weil wir sind gerade am Schlafen. Aber hier sehen wir, Computer können wir erneuern. Zack, schon hat unser Arbeiter Larry einen neuen Computer. Sobald er aus seinem Urlaub zurück ist, wird er sich dann freuen. Verdient man das Geld nicht mit den Lizenzen? Wenn es eine Plattform wäre, wenn man sie herstellt, die lizenzwürdig ist. Deswegen das Risiko. So wie beim Spiel. Einfallslos. Einfach überflüssig. Hatte ihre Momente. Aber hey, immer ein 60er-Schnitt. Das ist schon mal gut. Naja, es ist Tekken. Tekken wird ein Erfolg werden. Nee, glaube ich nicht. Und wie in unsere Engine wurde die 3D-Grafiken für monochrome Farben integriert. Sehr gut. Oh, Larry schläft noch. Und achso, Saturn Base ist abverkauft. Es wurden 23 Einheiten verkauft, zu je 8 Dollar, 138 Dollar nur eingenommen. Entwicklungskosten haben uns aber 7,9000 gekostet. Insgesamt haben wir 7,76000 verloren. Na gut. Das sieht bei den anderen Spielen nicht unbedingt besser aus. Weil die Spiele werden mit der Zeit natürlich auch teurer. So, achso, er entwickelt ja noch. Ach, weil er im Urlaub war und ich den Hype ausgelöst habe. Oh, das war nicht gut. Wir wollten Ranglisten haben. Mehr Grafik, mehr Animation, weniger Optimierung. Okay. Jetzt ist der Hype schon auf 21. Oh, oh, oh. Aber ich glaube, er kriegt's fertig. Und Wecken hat 464 verkaufte Einheiten. Das ist der beste Spielstart überhaupt. 680 ist aktuell das Hauptspiel. Das heißt, wenn das hier über 630 kommt, wäre Wecken das erfolgreichste Spiel.
29. Was wir noch machen müssen, ganz wichtig, Spielberichte erstellen. Einmal zu wecken. Achso, ich habe auf Pause. Ich krieg das echt manchmal nicht mit und wundere mich, warum nichts passiert. Zack. Ausgezeichnete Kombination für Great TV und Strategie. Animation vernachlässigen. Gameplay ist sehr wichtig. Strategie und Great TV ist aber nur mittelmäßig. Oh. Aber was und alle? Achso, alle Genre, alle, ja, Kinder, Erwachsene als Zielgruppe. Okay, Zielgruppe sind alle ausgezeichnete Kombinationen. Superhelden-Strategie sind auch nur mittelmäßig. Okay. Strategie und Great TV sowieso. Das heißt, für uns eigentlich die falsche Plattform. Okay, wir haben noch einen Spielbericht, den wir herstellen müssen, von Gond. Und hier ist der Hype jetzt auf 30. Und ich würde sagen, Tiffy 1, den Fußballsimulator, hauen wir raus. Und der 63, komm, den hauen wir für 14 Dollar auf den Markt. Strategie im Fußball und erstellen da auch direkt den Spielbericht dazu. Der Spielbericht zu Gond gibt uns auch Optimierung, schlechte Kombination, Spion und Strategie. Okay. Grafik ist unwichtig. 2 von 3 Hinweisen. Und ja, monochrone Farm. Wir haben 1978. Da ist noch nicht viel her. Mit, ja, Grafik. Man sieht, wie er tippt. Vorher war da nur ein Pong, jetzt immerhin schon ein bisschen Text. Also ist wieder auf Pause. Oh Gott. Und Tiffy kommt raus. Oh, eine solide 73. Hervorragend. Ausgezeichnetes Konzept, mittelmäßige Leistung, gute Zusammenstellung. Okay, kann ich mit leben. Die Optimierung war nicht so gut. Und Gregor sagt, er wird bald geboren. Oh weh. Der Weltuntergang kommt. Das haben wir von Tiffy 1 gelernt. Optimierung zu vernachlässigen. 2 Hinweise haben wir. Also können wir jetzt schon ein bisschen besser eingrenzen. Fußball und Strategie, eine gute Kombi. Strategie und Vatagi ausgezeichnet. Okay, Vatagi ist unsere Plattform. Da bin ich ja mal gespannt. So, Spielbericht haben wir ja gemacht. Ich würde mal unsere Engine aktualisieren. Saturn 5.2. Wir fügen die anderen Sachen, die fehlen, hinzu. Ich glaube, das sind nur die 2D-Grafiken mit 8 Bits. Und Strafe 1%, weil wir sie so lange nicht selber aktualisiert haben. 144 Punkte, aktuell geht das noch. Irgendwann macht es Sinn, natürlich eine eigene Engine eine neue zu machen, anstatt die alte abzudaten. Aber jetzt geht das halt noch am Anfang. Winter Games. Winter 1978 war sehr hart. Oh, es kann sogar sein, dass das Spiel sowas berücksichtigt. Da bin ich mir gar nicht sicher. So, ich will auf den ersten Monat warten. Okay, Worker Giant ist abverkauft. 221 verkaufte Einheiten. Wir haben aber auch Steuern gezahlt. Und deswegen sind die Einnahmen so geschrumpft. Und 5888 nur Gewinn. Naja, gut. Und Tiffy 1. Oh, wir haben einen Fan gewonnen. Tiffy 1, 698 verkaufte Einheiten. Damit ist es das beste Spiel. Selbst Timmy City hat nur 695. Wir haben einen Fan gewonnen. Und da geht es nämlich los. Wir brauchen Fans. Je mehr Fans wir haben, desto beliebter ist unser Studio und desto mehr Einnahmen und Hype kann man natürlich erzeugen. Das ist sehr, sehr gut. Also Tiffy 1 Fußball zieht Leute anscheinend an. Ist ja wie im echten Leben, nicht wahr? So, was ist jetzt passiert? Plattform wird nicht weiter produziert. Die Ulysse, das heißt, ja, und die Magma Box. Bei dem Wetter sind Fans wichtig. Fans sind immer wichtig. So, Engine hatten wir aktualisiert. Dann können wir jetzt auf eine eigene Plattform gehen. Vatagi, guck mal, die anderen haben gar keine Relevanz am Markt auch. Deswegen würde ich sagen, produzieren wir jetzt für die Vatagi. Nicht? Also,
Warum auch nicht? Und ein Strategie-Game. Ein Western-Strategie-Game? Eine Komödie? Cyberpunk hatten wir schon. Mittelalter-Strategie? Park-Strategie? Fans, Ventilatoren sind. Bei dem Wetter sind Fans wichtig, weil Fans Ventilatoren sind. Okay, muss ein Fußballwitz sein, den ich nicht kenne und verstehe. Muss man wahrscheinlich in dem Gebiet ja firm sein. Zeitreise ist im Kommen, aber Park, nennen wir das doch Park Theme. Mit unserer Engine für den Ulysse, für den Watagi, nicht mehr Ulysse, genau. Ich hoffe, wir sind schnell genug. Studios, Größe. Achso, wir können gar nicht starten, weil, was macht ihr denn? Achso, die Engine noch aktualisieren. Ist ja noch nicht fertig gewesen. Mann, mach mal hinne. Wir haben eine Spende erhalten. 100.000. Sehr gut. Ja, nur so können wir uns über Wasser halten, nicht wahr? Neue Komponenten. Eine Lagonda. Okay, auch was immer eine Lagonda ist. Und die Smart Vision kommt als nächstes. Ach, weil Fan... Ach, okay. Ich kläre diesen Witz nicht auf. Schreibt es in die Kommentare. Tiffy 1. 1000 Einheiten verkauft. Unser bestes Spiel bisher. Trotzdem noch 17.000 im Minus, weil es halt echt teuer wird inzwischen, die Sachen herzustellen. Nicht? Alle Kosten, die Engine-Kosten, auch die passive Engine-Kosten fließen nämlich alle in das Spiel ein. Und jetzt sehen wir, Park geht runter. Aber Mythologie geht hoch. Okay, wir ändern unser Vorkommen und nennen es Age of Mythology, das gibt's ja wirklich. Mythology Ages. Ja, klingt gut, oder? Mythology Ages, ein Indie-Game. Wir starten rein mit der neuen Engine. So, wir sehen, Gameplay haben wir jetzt eingegrenzt. Hier haben wir nämlich mehr Hinweise erspielt. Wir wissen also, das liegt hier in diesem kleinen Bereich. Und wir wissen, Charaktere sind wichtig, aber waren nicht so wichtig. Deswegen gehen wir hier ein bisschen mehr auf visuelle Aspekte vielleicht mal hoch. Und jetzt können wir zum Beispiel 2D-Grafiken oder 3D-Grafiken nehmen, das erste Mal. Ich würde sogar auf 3D-Grafiken gehen mit einfachen Monologen. Der Prozessor kann ja wesentlich mehr und hätte sogar Grafikleistungen, die wir gar nicht abrufen können. Aber leider nur einen Fan gewonnen. Aber ein Fan ist besser als kein Fan. So, hier haben wir noch wenig Sachen. Wenn ich das dazu nehme, haben wir nur noch ein Prozessor-Ding übrig. Passwortbasiertes Speichern? Nee, wir machen lieber das andere, nicht? Die Ranglisten. Gehen wir mal bei Sound ein bisschen höher. Bei Physik ein bisschen runter. So vielleicht. Und wir müssen es jetzt dann ankündigen, nicht? Und ich würde sagen, wir machen eine Demo das erste Mal. Dann dürfte der Hype auch höher gehen. Tiffy trotzdem im Minus. Oh, und hier haben wir bei Perfektion haben wir sehr viel erspielt. Grafik geht also eher nach da, Optimierung eher nach hier und Animation nach da. Sehr interessant.
Das hätte ich jetzt nicht so gedacht. Machen wir es so. Wir machen auf jeden Fall nicht so viel Minus, nicht? Und durch die Spenden... Oh, wir haben schon wieder eine Spende bekommen. Sehr gut. Ich habe mich gerade gewundert, warum geht das hier so krass hoch? Wir haben inzwischen 500.000. Jawollo. Weil wir unsere Engine halt aktuell halten. So, Hype ist bei 29, dürfte aber höher gehen. Die Ulysse wurde eingestellt, aber die Ulysse 2 kommt vom Magma Box. So, Larry geht mal kurz nochmal in Urlaub, bis das Spiel veröffentlicht wird. Ich weiß nicht, bis wann Demo. Wir gucken einfach. Wir beobachten das mal. 37, 39, 41. Tim City ist abverkauft, nur 2000 Minus gemacht. Das ist nicht schlecht. Bisher unser bestes Spiel im Verkauf. 43% Hype. Die Smart Vision wurde veröffentlicht. Komm, auf 50. 48, okay, jetzt wird es schon weniger. 49. 50. 52. 53. 54. 55. Jetzt geht's runter. Veröffentlichen. Da nehmen wir aber ein stolze 17, oder? Ne, 16. Wir haben nicht 68 erreicht. Na gut. Und einen Spielbericht erstellen wir gleich dazu. Und eine gute 77, würde ich sagen. Ein Muss für Partys mit Freunden. Angenehm und intensiv. Spaß pur. Was will ich mehr? Das ist doch mein Game. So sehen Spiele aus. Ja, alles gut getroffen, würde ich sagen. Aber nicht perfekt getroffen. Spielbericht sagt, Sound ist zu vernachlässigen. Passt gut zum Genre Strategie. Mythologie und Strategie gut. Batagi ausgezeichnet. Physik ist zu vernachlässigen. Einen neuen Hinweis bekommen. Super. Oha. Niemand redet mit uns. Hallo, ich bin Bruno Trigger. Jeden Mittwoch moderiere ich die Sendung 6315 Dorian über unabhängige Videospiele. Als großer Fan von Mythology Ages möchte ich Ihnen ein paar Fragen für den großen Spieleabend von Strategie stellen. Haben Sie 5 Minuten Zeit? Na, aber natürlich habe ich 5 Minuten Zeit. Ich träume davon, mich auf das Abenteuer der unabhängigen Spieleentwicklung einzulassen, mein eigener Chef zu sein und auf eine liebevolle und fürsorgliche Gemeinschaft zu reagieren. Was ein Traum. Da unsere kleine Gemeinschaft Fans von Strategiespielern ist, worauf sollten wir uns Ihrer Meinung nach konzentrieren, wenn wir ein Spiel entwickeln wollen? Strategie braucht auf jeden Fall Physik? Nein, Sound, oder? Ich finde Sound wichtig. Dschungelcamp-Werbung? Weil der Typ vom Dschungelcamp war? Okay. Joystick-Unterstützung, okay, könnten wir einbauen. Und eine kommende Plattform, der PC wird erfunden. Der PC 8200. Mythology Ages hat 640 Leute sofort am ersten Monat gerissen. Hat aber auch 53.000 gekostet, das wird langsam echt teuer. Aber wir haben einen zweiten Fan gewonnen, den Dorian. Sehr gut. Okay. Die Spielengine. Wir überprüfen mal. Die Saturn Engine 5.3. Die werden wir mal updaten. Larry war im Urlaub. Das ist sehr gut. Und ich glaube, so langsam mit 500.000 können wir uns auch mal überlegen, dass wir hier neue Mitarbeiter einstellen, oder? So, wir kaufen erstmal Möbel und gehen in den Automatik-Modus. Nochmal. Manuell-Modus. Ach, hier ist zurück. Ach, da ist es. Das ist Automatik. Irgendwie sieht das anders aus. Oh, das ist echt verwirrend. Aber das ist kein gutes UI hier. Also die Veränderung ist auf jeden Fall verwirrend.
Und die Symbole sind einfach riesig, unnötigerweise. Sodass man scrollen muss. Vor allem weiß ich, bei so einem Trigger, weiß ich, ist es jetzt automatisch? Wahrscheinlich, nicht? Jetzt ist es manuell, okay. Ich bin immer massiv verwirrt von. So, alle Schreibtische haben 110% Leistungsfähigkeit nur, bringen aber auch die Unzufriedenheit hoch oder runter. Lustigerweise, die besseren Schreibtische bringen mehr Bonuszufriedenheit runter. Aber erhöhen die Produktivität nicht. Aber der Mitarbeiter, okay, warte mal. Die Studie wird nicht gesteigert, aber der Mitarbeiter, oh, sogar massiv. Hier um 4,5. Kostet 5.000. So, jetzt müssen wir mal gucken. Zwei kriegen wir auf jeden Fall rein. Wie wir das stellen. So, jetzt sind wir nicht mal mehr in unserem eigenen Studio. Unserem Saturn-Studio. Ah. Muss man ein bisschen tricksen. An manche Stellen kann man Sachen stellen, an manche dann nicht. Konnte man nicht drehen? Ah ja, oder wir verkaufen diese doofe Pflanze. Den können wir vielleicht als Trenner benutzen. Kriegen wir dahinter noch einen Schreibtisch hin? Also hier kriegen wir auf jeden Fall noch einen hin. Aber wir kriegen das Bücherregal dann nicht dahin. Ja, okay. Also wir müssen das Bücherregal verkaufen für einen vierten Mitarbeiter. Aber das Bücherregal bringt auch einen Boni. Die Pflanze bringt auch Zufriedenheitsboni. Hm, haben wir aber was mit mehr Zufriedenheit? Die bringt 1%. Tisch mit Pflanze. Ich weiß nicht, warum das ausgegraut ist. Vielleicht wird das über die Jahre freigeschaltet, aber warum wird es denn angezeigt? Ein Sofa bringt ordentlich Zufriedenheit. Würde hier aber nicht reinpassen, nicht? Ein Sessel. Selbst der Sessel. Leider zu groß. Ich glaube, das kriegen wir auch nicht, wenn wir das hier dahin drehen zum Beispiel. Kriegen wir trotzdem den Sessel hier nicht rein. Es gibt noch andere Sachen wie Wasserspender zum Beispiel. Mit denen kann man so tricksen. Ich weiß nicht, ob er dagegen was gemacht hat, dass man vielleicht nur ein pro Büro oder so haben kann. Aber damit kann man die Zufriedenheit nämlich hochkriegen, indem man viele reinstellt. Der Papierkorb hat sogar eine Minuszufriedenheit. Na gut, dass der weg ist. Oh. Man könnte natürlich jetzt auch noch andere Sachen, die Produktivität steigern oder so, reinstellen. Lustigerweise. Ach, da ist der Papierkorb hinter. Dann nehmen wir den weg. Aber ich glaube, für das erste kleine Studio reicht das hier völlig aus. Und damit ist es perfekt eingerichtet. Das ist wie ein kleines Dschungelcamp, nicht wahr? Okay, Mitarbeiter zuweisen. Ja. So, und wir kaufen einen Computer. Den da. Ein Mitarbeiter zuweisen. Wir haben aber keinen Mitarbeiter. Das heißt, wir müssen hier erstmal hingehen und Entwickler einstellen, Personal einstellen. So. Design, Technologie, Perfektion. Da können wir jetzt also Personen holen. Aber wichtig ist natürlich auch Gehalt. Oh, guck mal, der ist Design und gar nicht so teuer. Den würde ich mal einstellen. Und dann würde ich noch einen für Technology einstellen wollen, der nicht so teuer ist. Nee, oder für Perfektion. Ah, der vielleicht. Der hier wäre so ein Allrounder, aber mit 4 ist der echt teuer. Geh mal doch von hier unten durch. Ja, ich glaube, der ist es, nicht? Winfried Crine. Aber die bauen natürlich auch noch Computer. Und da kriegen sie das Neueste vom Neuesten.
Unser Experte Dorian stimmt dem zu. Ebenso wie die 316-Filme Dorian-Gemeinschaft. Mythology Ages ist das Nugget, auf das wir gewartet haben. Umsatzsteigerung. Jawohl. Das ist sehr gut. Und wir kriegen nochmal 100.000 für die Saturn V3 Engine. Super. So, wir produzieren inzwischen 2 bis 3 Punkte. Die anderen Mitarbeiter noch weniger. Nicht? Die müssen sich ja auch erstmal einarbeiten. Das ist quasi die Garagenbude und Grundabverkauf 7.300. Mark. Minus gemacht. Und 4 Fans gewonnen, neue, durch Mythology Ages. So, Engine ist aktualisiert. Bedeutet, ein neues Spiel muss her. Ja, bis man mal ein erfolgreiches Spiel hat, nicht, ist ein zäher Weg. Man kann sich das aber ja auch leichter und schwerer einstellen. Und ich würde mal so ein Genre nehmen, was hier vielleicht postapokalyptisch Strategie, und dann nennen wir das Tactic Fallout. Mit unserer Engine V3. Und jetzt ist wichtig, aber für welche Plattform? So, die neuen Plattformen, die ist noch nicht verfügbar. Die anderen haben gar keinen Anteil am Markt. Die Ulysse 2, ne, könnte man jetzt machen. Aber Watagi ist, glaube ich, noch das Ding. Wir bleiben mit unserem kleinen Studio auf der großen... auf der großen Plattform hängen, würde ich sagen. Und fangen damit an. Tactic Fallout. The Game. Habe ich wieder Pause an? Oh Mann! Ich krieg das nicht mit. Ich doodle denn die Musik nicht. Joystick-Unterstützung könnten wir hinzufügen. Einfache Dialoge finde ich gut. Hier haben wir immer noch nicht viele Hinweise rausgefunden. Nicht? Gameplay wissen wir inzwischen so ein bisschen. Charaktere. Dann gehen wir mal dahin. Gehen wir da mal runter. Aktuell, hier sieht man auch die Teamverteilung, ist es besser bei Optimierung. Aber alle lieben das Thema Strategie. Oh, die Messe war schon, oder? Ich habe die komplett vergessen. An der Messe teilnehmen. Ja, komm, für 34.000 mit 2 Spielen. Machen wir mal. Die ist im September. Bis dahin dürfte das Spiel hier fertig sein. Passwortbasiertes Speichern, dann wären wir voll. Aber ich glaube, das ist auch gut so. Sound, haben wir ja gesagt, ist wichtiger. Also gehen wir mehr auf Sound. Und bei Physik ein bisschen runter. Ja, 17. Okay, versuchen wir es mal so. Und wir würden wieder sagen, eine Demo veröffentlichen. Kommt eine Komponente? Vertex. Okay, da kommen also neue Komponenten raus, die ich gar nicht kenne. Kommt eine Plattform? Der Rig 20. Okay. Ja, Ranglisten nicht. Braucht 2. Könnten wir nicht machen. Grafik, vielleicht ein bisschen mehr. Optimierung hatten wir noch nicht gut getroffen. Probieren wir es mal so.
sind halt ein paar Prozentpunkte, die zwischen Erfolg und Niederlage entscheiden. Das ist also ein harter, steiniger Weg, da erstmal hinterzukommen. Kann ich hier schon sagen, welche Spiele? Nee, das geht erst dann, nicht? Und wir kriegen wieder 100.000 für die Saturn Engine. Die hält uns echt am Leben. Wecken, Abverkauf, minus 4.000. Ja, das ging ja noch nicht. Das sind die ersten Games. Und jetzt können wir aussuchen, welche Spiele wir da reinschicken. Natürlich würde ich sagen, Taktik Fallout und Mythology Ages, was schon draußen ist, nicht ein bisschen anteasern. Und natürlich das aktuelle Spiel featuren auf der Messe. 50 Besucher, ja nicht, bei 3.000 Teilnehmern. So. Könnte hier nochmal einen Schub am Verkäufen geben, 2668. Und Gregor sagt, er wurde geboren. Ja, wunderbar. Ab jetzt musst du halt alles wissen, wie den PC 8200. Dann bin ich mal gespannt, was der für so eine... ja, sag ich mal, Reichweite hat. Jetzt sind wir fertig? Ach, wir sind fertig. Dann können wir mal gucken, ob wir die Engine nochmal aktualisieren müssen. Nicht am Anfang ist es relativ viel immer das Gleiche, was man machen muss, aber irgendwann ändert sich das halt auch. So, wir schicken die alle in Urlaub. Mal gucken, wie hoch der Hype geht. Ah, wahrscheinlich so 50, 52 wieder, nicht? Das ist das Höchste. Ich nehme 55 mit. Und wir haben die Punkte erreicht. Damit würde ich sagen, ist das das erste Spiel, was $18 kosten wird. Tactic Fallout. Und wir erstellen danach direkt den Spielbericht. Angenehm intensiv. Oh, schlechteste 78, also so 81 ist ein Durchschnitt. Verborgene Schönheit. Wunderbar. So, und was wir jetzt machen, wenn man sich nicht entscheiden kann, können wir auch das Spiel portieren. Wir wollen Tactic Fallout nämlich auf andere Plattformen bringen. Und zwar für den PC, auch wenn er wenig Marktanteil hat. Das muss natürlich von der Prozessorleistung her passen. Für die Ulysse finde ich auch gut. Müssen wir zwar die Lizenzkosten zahlen, aber das passt. Aber die anderen sind nicht leistungsstark genug für unser Spiel. Und die kommt erst raus, 1980. Von daher sagen wir, starten. So, das wird jetzt nach und nach entwickelt. Hier haben wir nochmal Postapokalypse, Strategie, gute Kombination, Optimierung, Strategie und Gameplay, sehr wichtig. Da haben wir jetzt alle Hinweise, da wissen wir also jetzt genau, was wir auswählen müssen. So, ich bin gespannt. Tiffy ist abverkauft, hat 16.000 eingespielt, minus 12.000, das teuerste Spiel, aber hat auch am meisten eingebracht. Aber klar, mehr eingesetzt. Mehr rausgekommen. Tactic Fallouts, 582 Fans. Sehr gut. Verkäufe, einen neuen Fan. Wir haben inzwischen schon 6 Fans. Ja, und wir veröffentlichen das für die anderen Plattformen. Ulysse hat so 75 bis 85. Sehr gut. Und für den PC nur 50, nicht? Weil wir nicht ausgenutzt haben, taktisch. Ja, ich bin mal... Habt ihr mal den Barcode gescannt? Was steht denn da? Da muss irgendeine Zahl stehen. Wahrscheinlich irgendein geheimer Code. Und jetzt ist natürlich das Spiel teurer. Aber natürlich auch über mehr Plattformen spricht das mehr Leute an. Die ersten Videospielzeitschriften erscheinen. Willst du eins deiner Spiele darin bewerben? Bla bla bla, nicht wahr? Das heißt, ich könnte jetzt bei Tactic Fallout auf Marketingkampagne gehen. Und sagen, ich möchte Werbetafeln, nee, Zeitschriften. 6 Monate kostet mich 90.000. Das bringt nichts. 2 Monate 30.000. Nee, 1 Monat 15.000. Das wollen wir machen. 1 Monat bewerben.
Aktuell haben wir 1500 Einheiten verkauft. 2 Fans gewonnen. Oh. Millbox. Mhm. Plattform Rig 20 veröffentlicht. So. Spielhistory. Nicht? Das hier war deutlich besser mit Mythology Ages. Was man auch machen kann, man kann auch sagen, eine Fortsetzung erstellen. Zum Beispiel von Tim City. Dann machen wir Tim City 2. Watagi hat immer noch die beste Plattform. Deswegen erstellen wir weiterhin dafür. Ja, wir haben noch keinen Produzenten, Buchhalter, Marketing-Mitarbeiter. Deswegen bleibt das erstmal so und wir starten in Tim City 2 rein. No, Gameplay, oh, waren wir mal zu hoch. Gameplay ist also so auf 37. Wir bleiben bei 3D, einfache Dialoge und Joystick-Unterstützung, glaube ich. Obwohl, bei Städtebau, einfache Dialoge, machen wir die mal raus. Die einfachen Dialoge brauchen wir da nicht, oder? Und wir kriegen wieder für unsere Engine 100.000 geschenkt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, eine Engine zu betreiben. Ja, und ob die Spiele in Zukunft erfolgreich wären, sehen wir dann in der nächsten Folge. Ja, schneller Cut.